Herzlich willkommen zu Video 191, Vollmond am 23.04.2024 um 23.50 Uhr. In diesem Falle berechnet für Bremen. Herzlich willkommen bei Sternzeichen Atelier für kreative Lebensbewältigung. Mit Mut, Wissen, Strategie, Kreativität und Taktik machen Sie das Beste aus Ihren Fähigkeiten. Ich unterstütze Sie auf Ihrem Weg. Thema ist heute die Europawahl und alles, was so drumherum passiert. Einmal die Klagen gegen die EU-Kommission, Frau von der Leyen vor dem Aus, Versprecher von Annalena Baerbock. Ich behaupte mal ganz kühn, dass die Dame mehr Mitgefühl von uns braucht und weniger Geld. Wir haben also definitiv eine demenzkranke Politikerin da stehen, die es selber meiner Meinung nach noch nicht weiß. Und dann ein drittes Thema, was ich hier nicht auf den Eingang gesetzt habe, ist dann noch die Frage, hauen die Wirtschaftskonzerne alle ab aus Deutschland? Zumindest gehen die, die Herr Habeck für seine Wende gerne haben möchte, nämlich die Windkraft und die Hersteller von den sogenannten Wärmepumpen, verlassen mit fliegenden Fahnen das Land. Ich fange ganz normal an mit einem Überblick. Das Horoskop wird hoffentlich heute nicht so fürchterlich lang. Mal gucken. Also Steinbock Aszendent, Pluto im ersten Haus, neben dem Steinbock im Wassermann. Das heißt also, unsere ganzen gesellschaftlichen Strukturen und Gruppenstrukturen verändern sich nach wie vor. Tendenz wäre ein gemeinsames Europa, aber es sind auch genug Widerstände da. Im Quadrat dazu steht der Vollmond, also einmal der Mond im Skorpion fast auf dem MC und die Sonne dagegenüber im vierten Haus auf dem IC mit Jupiter und Uranus nicht in Konjunktion, aber doch weiter weg. Und das heißt, die häuslichen und privaten Umbrüche haben alle erst gestartet. Und das ist dann das, wo ich nachher auf diese Wärmepumpen komme und auf die Windräderlieferanten. Das machen wir dann bei den Luftzeichen bzw. bei den Erdzeichen noch mal intensiver. Es ballt sich sehr vieles nach unten. Wie man sieht, geht es ganz viel um die häuslichen Energien und das irgendwo zu Hause sein und ankommen. Und da bricht halt alles um und es ist in Unruhe. Ja, wir werden da so einiges erleben. Genau. Ja, für die Freunde, die eher mit Buddhismus unterwegs sind, wäre jetzt eine gute Zeit, sich zur Meditation zu begeben, zu den Lamas zu begeben, soweit der Kontakt ist. Und wer Geld hat, der sollte sich ja auf die Reise begeben und rumfahren. Denn es wird natürlich auch um das Thema Krieg gehen. Und da muss ich ganz klar sagen, die Kriegstreiber sitzen ganz woanders, als uns die Medien mal wieder weismachen wollen. Erster Abschnitt sind die Erdzeichen, Steinbock Aszendent, dann IC im Stier und der schwarze Mond, also Lilith in der Jungfrau, eingeschlossen im achten Haus. Ja, Recht und Gerechtigkeit eingeschlossen im achten Haus finden nicht besonders statt. Die ganzen Situationen sind subjektiv und wir halten fest an alten Strukturen. Steinbock Aszendent. Das Ganze ist eher gebremst konservativ, was im Moment abläuft, wo man gerne raus will. Es ist noch mal richtig kalt geworden. Das ist, glaube ich, insgesamt so ein Fall. Und ja, dann haben wir unten am EC mit der Europawahl, die sich hier auch schon ankündigt, starke politische Umbrüche, also die Tendenzen, die wir jetzt eh schon haben. Und wir haben natürlich auch diese ganz starken materiellen Umbrüche. So, und während uns vorne von Herrn Habeck erzählt wird, Wärmepumpen müssen kommen, bla bla bla, blende ich euch hier mal zwei Grafiken ein und dann stellt man fest, upsala, wegen der hohen Energiekosten verlassen die Hersteller der Wärmepumpen und verlassen die Hersteller der Windkrafträder ebenfalls Deutschland, so wie viele andere Industrien und Firmen. Und wer nicht gehen kann, der geht pleite. Hey, prima gemacht und deswegen kann man sich direkt gleich mit der Europawahl beschäftigen, die auch in das Erdzeichen-Thema fällt. Also wir sind da gleich bei den wichtigsten Dingern voraus. Und da sieht man das, die Europawahl, da treten natürlich unsere ganzen Steinert-Parteien an, das ist dieses Bild 1. Und dann so nach Prognosen, wie denn der, die Zusammensetzung aussehen würde, wenn jetzt sozusagen im April schon gewählt werden würde. Und man sieht, es wird sehr konservativ und es ist sehr blau. Ansonsten ist das Europaparlament halb und halb geteilt.
Ja, parallel dazu geht es los, dass man gegen Frau von der Leyen jetzt endlich was unternimmt und sie ja, immer mehr im Fokus von Klagen steht und man kriegt halt einfach mit, dass diese Dame politisch eigentlich nichts kann und bloß schwatzt und ihre eigene Macht erhält. Ja, ich wollte jetzt nicht hier so, wie gesagt, im Detail drauf eingehen, aber das sind so die astrologischen Symboliken, die da mit reinfallen. Und da muss es einen Umbruch geben mit Jupiter und Uranus und es muss insgesamt eine politische Veränderung her, weil sonst gehen wir allesamt den Bach runter. Und weil ich schon sage, wir gehen den Bach runter, nehmen wir doch die Wasserzeichen mit dazu. Viel Rückzug auf die häusliche Energie, schon schlicht aus dem Grund, also Deszendent im Krebs, weil man schlicht und ergreifend kein Geld hat, um großartig wegzugehen. Also falls ihr noch was über habt und verreisen wollt bzw. verreisen könnt, dann macht es jetzt. Wir werden uns im Laufe des Jahres noch bei der Kriegstreiberei unserer jetzigen Regierung und der Amerikaner weiterhin zu einem verstärkten Konflikt hinentwickeln, bezogen auf die NATO-Osterweiterung, die nämlich schlussendlich dahinter steckt, und den Ukraine-Krieg. Denn jetzt hat sogar die NATO beschlossen, dass sie der Ukraine helfen will. Das halte ich für einen ganz, ganz falschen Punkt und für ein komplett verkehrtes Signal an die russische Seite. Wir müssten verhandeln und verhandeln kriegen wir nur hin, weil diese alte Politikergarde auf jeder Ebene geht. Und wenn man jetzt schon sagt, die AfD würde man eher ins rechte Lager tun, also das war vorhin auf der Statistik wegen der Europawahl der blaue Teil, einerseits ja, was die Ansichten angeht, aber was den Umbruch angeht und den Verhandlungswillen halt nein. Und wir brauchen die Parteien, die mit Russland ins Gespräch gehen und nicht die Parteien, die mit den USA zusammen in den Krieg wollen. Das ist einfach lebensgefährlich, was hier abläuft. Und wir haben Herrn Putin nun mal versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt. Warum wird sie jetzt unter der Hand trotzdem umgesetzt? Das verstehe ich nicht. Und es bringt uns nicht weiter. Es macht es einfach nur noch irrer. Und es wird immer wahnwitziger. Und ja. Und wie das so ist, also die Horoskope ergeben sich manchmal von selber. Gucken wir mal da unten im dritten Haus. Kommunikation ist halt unter der Hand kriegerisch. Das sieht man auch. Ne? Wir hatten es ja gerade schon bei den Wasserzeichen, ganz viel in den Fischen. Da ist Mars in den Fischen. Ich greife da eben nochmal zurück. Und Neptun in den Fischen. Und wir werden zwar nicht, es wird uns zwar nicht alles erzählt, aber man kann davon ausgehen, dass weiter Krieg geplant ist. Und der Saturn ist da noch drauf. Und da muss sich was ändern. Aber es hält halt auch noch fest am Alten. Das ist so. So, dann haben wir unten im dritten Haus auf der Spitze einen sehr stark stehenden Widder. Und das war es aber auch von den Feuerzeichen her. Ja, rückläufiger Merkur, Venus und Chiron. Das heißt einfach, dass ja, die althergebrachten Denkweisen lange noch nicht über Bord geworfen sind, die Vorurteile nicht über Bord geworfen werden und die Kommunikation so auf Pseudoruhe im Moment gerade ist. Ich meine, macht euch bitte klar, was das heißt, wenn dieser Zirkus so weitergeht. Putin hat eine Menge Waffen und das kann uns dann schon gerade egal sein, ob die USA da noch zurückschießt. Das Ergebnis wird ganz massive Bevölkerungsreduktion sein und dann ist alles über den Deister, wenn wir diesen Irrsinn nicht beenden. Und solange die Westlichen auf dem Standard beharren, dass die Ukraine ausschließlich zu Europa gehört und der andere dann sagt, nee, er will es aber so haben, kommen wir nicht auf das, also Verhandlungen sehen anders aus, brauchen wir nicht drüber reden. Im Moment versteift sich die Situation. Das erinnert mich unheimlich an diesen Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg. Der hat nur Millionen von Menschen das Leben gekostet und das war's. Irrsinn. Einfach blanker Irrsinn. Kommen wir zu den Luftzeichen. Ja, das ist eigentlich auch schon alles gesagt worden. Pluto im Wassermann, das heißt, es gibt massive Veränderungen der unfreiwilligen Natur, die der einzelne Bürger nicht mehr steuern kann. Dann haben wir den absteigenden Mondknoten in der Waage. Und das heißt also, es sind die Themen aus der Vergangenheit und das drückt sich halt überall aus. Altes wird festgehalten, Neues darf nicht sein. Und jetzt kommen wir einmal kurz zu den Versprechern von Annalena Baerbock. Die passen auch zu dem ganzen Thema. Und jeder macht sich über die Frau lustig. Und ich habe euch jetzt auch ein Video angehängt, wo ich sie zeige, wie sie sich verspricht. Mir ist aber was aufgefallen und ich finde das sehr beunruhigend auf einer ganz anderen Ebene. Das passt eben zu Pluto im Wassermann. Also
Ich möchte dieses kleine Mädchen, das da auf dem Foto drauf ist, das ich gleich eingeblendet habe, dringend auffordern, zum Arzt zu gehen und sich auf Demenz untersuchen zu lassen. Bei allem Spott und bei allem Hohn habe ich den starken Eindruck, dass wir hier eine kranke Frau als Außenministerin stehen haben. Denn ich arbeite ja als Sozialpädagogin. Ich habe auch immer wieder mit Menschen zu tun, als Heilpraktikerin und Kunsttherapeutin, die diese Krankheit haben. Und Demenz ist nichts, was erst im hohen Alter kommt. Es kann bei starken Stressmodulen, und ich würde sagen, Frau Baerbock steht massiv unter Stress, in Kombination mit einem Burnout, tatsächlich dazu führen, dass man auch als relativ junger Mensch eine Demenz entwickelt, sich dauernd verspricht, eine Aphasie entwickelt. Und so wie sie dasteht und wie sie sich wirklich die Hände festhält und so auf diesem Foto bei der Berliner Zeitung und wie sie frisiert ist und wie sie auch auf dem Video rüberkommt, mache ich mir arge Sorgen. Erstens um die Person und ich finde, so jemand kann dann in dem Zustand definitiv nicht mehr Außenministerin sein. Schaut euch das einfach mal in Ruhe an und schaut euch das bitte mal nicht auf der Ebene an, oh Gott, wie blöd ist die Frau, sondern schaut mal auf die Körperhaltung, wer von euch ein bisschen Ahnung von dem Bereich hat, schaut mal mit Mitgefühl da drauf. Und da muss ich ganz klar sagen, es drängt sich für mich auf, dass diese Frau schwer krank ist und dass sie das versteckt, weil ich finde sie sehr ausgezehrt und so weiter. Und da hilft auch 20.000 Euro Geld für Friseur und Kosmetikerin nichts mehr. Und ich glaube, Politik ist sowieso ein unglaublich anstrengendes Geschäft. Und ich hatte ja schon das Video über Kate Middleton gemacht, die ja auch an Krebs erkrankt ist. Auch das ist ja ein Mensch, der sehr im Vordergrund steht und obwohl er sehr geliebt ist, sehr angestrengt ist einfach auch. Und wir haben so eine Phase und wir haben so eine Zeit, wo es solchen Leuten echt die Füße unterm Boden wegreißt. Also ich bitte jetzt mal drum, wenn man das sich so anhört. Die Sprache ist verwaschen, sie verstolpert sich in jedem Fall. Und das sind wirklich Sachen, die werden beschrieben, wenn jemand eine Demenz entwickelt. Und in der jetzigen Zeit halte ich da so eine Außenministerin für hochgradig gefährlich. Demenz ist ein Oberbegriff für krankhafte Veränderungen des Gehirns, die mit einem fortschreitenden Verlust bestimmter geistiger Funktionen wie Denken, Orientierung und Lernfähigkeit etc. einhergehen. Damit verbunden nehmen die kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten ab. Und, was hier nicht drin steht in der Definition, es ist tatsächlich auch so, dass es lange braucht, bis der Demenzkranke selber mitkriegt, dass es eine Demenz ist. Und wie gesagt, es ist so, dass beim Burnout anteilig Demenzen sozusagen zu sehen, dass man da zu sehen bekommt, dass es also in diese Demenz hineingehen kann. So, ich will das so vorsichtig wie möglich ausdrucken und verhaspel mich deswegen auch ein bisschen so. Und deswegen schaut euch bitte dieses Video ein bisschen mit dem Blick mal im Hintergrund an. Und wem das Video an solches gefallen hat, da freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich fange auch schon an, mich zu verhaspeln. Und mir persönlich ist das Lachen ziemlich vergangen. Ich weiß, dass sehr viele das angucken im Internet und sich scheckig lachen, aber das ist einfach nur noch erschreckend. Und genau so passt in unsere Zeit und astrologisch zu Pluto im Wassermann. Dort zum Ausdruck gebracht, das war ein präzedenzloser Angriff direkt aus dem Iran. Israel hat also einen Defensiv erringen können, gelistet, sanktioniert, auch führende Köpfe, vor allen Dingen unter dem Massenvernichtungsregime, weil dieser Angriff, der war präzedenzlos.